Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist ein kurzes Testvideo. Ich habe ein neues Free-Aufnahme-Desktop-Programm gefunden, mit dem man auch Spiele aufnehmen kann, die sowohl DirectX als auch OpenGL unterstützt, das Programm auch. Somit heißt es also, OMSI 2 kann ich euch zeigen mit vollen Menüs und so weiter und so fort. Ich habe FreeApps auch schon probiert, geht leider überhaupt nicht und mit dem Programm, was ich noch euch zeigen werde, wenn die Qualität stimmt. Dann werde ich das Programm natürlich selbstverständlich vorführen und zeigen, wie und ob das Open Source ist oder nicht, bleibt erstmal ein Geheimnis. Mich interessiert vielmehr, wie findet ihr jetzt die Qualität? Also wenn ich jetzt hier mal ein paar Sachen öffne, findet ihr die jetzt besser als bei den anderen Videos, wo ich bis jetzt gemacht habe? Also von der Qualität her, von den Schriften her und so weiter und so fort? Oder würdet ihr eher sagen, na, das ist ein Ticken schlechter oder ein Ticken besser, bitte in die Kommentare damit. Es würde mich wirklich freuen, vor allem auch, da das Programm kostenlos ist. Das kann ich euch schon sagen. Es ist ein kostenloses Programm. Mich würde einfach interessieren, wie ihr das findet. Leider Gottes nehme ich mit meinem Microsoft LX 6000 Headset auf und nicht mit meinem Rode NT1A, weil mein Rode NT1A, da bekomme ich nur Mono rein, beziehungsweise ich bekomme die Qualität rein, sie ist gut auf dem Rode, aber man hört mich dann nur auf einem der beiden Lautsprecher. Somit ist es für die Videos dann relativ schlecht. Naja, werde ich es ja auch noch beheben, ist vielleicht noch ein Bug ist noch ziemlich Alpha, aber wird wirklich jede Woche weiterentwickelt. Also so wie kann ich sagen, es ist ein stetig laufendes Entwicklungsteam ist dran, wirklich Hammer Arbeit machen die, aber wie gesagt, mehr in dem anderen Video und ich möchte mich auch wirklich nochmal bedanken bei euch für eure Unterstützung für meine Videos. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen in diesem Jahr auch und ich werde auf jeden Fall auch dann nochmal ein Dankesvideo machen, wenn dann die 500 Abonnenten erreicht sind für das Giveaway, wo ich ja plane noch dieses Jahr, wenn wir die 500 Abonnenten geknackt haben, ab 500 Abonnenten. Sorry, ich rede hier wieder viel zu schnell. Ab 500 Abonnenten gibt es ein Giveaway. Mit dem kleinen Preis. Ich werde mir noch was überlegen. Das habe ich jetzt auch mal ganz kurz in dieses Video gepackt, damit ich nicht ein extra Video dafür machen muss. Also, Leute, schaut das Video an, kommentiert es, favorisiert es, abonniert meinen Kanal. Ich würde mich wirklich freuen. Das war Linux-Mac-Hilfe. Bis dann zusammen. Tschüss.